Guten Tag und herzlich willkommen hier zu unserem Mediengespräch vor unserem Bundesligaspiel am Samstag bei Hannover 96. Für Sie hier oben als Ihre Gesprächspartner auf dem Podium unser Trainer André Breitenreiter und unser Sportvorstand Horst Held. Und damit eröffne ich die Fragerunde. Bitte schön. Raphael Wieswig möchte. Herr Breitenreiter, dann stelle ich mal die Fragen nach dem Personal. Da hat sich ja wieder einiges getan in dieser Woche. Sie haben auch unter anderem Benedikt Höwedes in der Innenverteidigung neben Matema trainieren lassen. Wie sieht es aus mit dem Personal für das Spiel in Hannover? Wer ist dabei, wer nicht? Erstmal bin ich ja froh, dass diese Frage wie als erstes gestellt wird. Es war in den letzten Wochen, glaube ich, der ein oder andere hat sich davor gedrängelt. Das ist ein gutes Omen fürs Wochenende. Ja, wir haben das Spiel erstmal abgehakt, relativ schnell, haben das intensiv analysiert, haben wir leichte Fehler gemacht, waren wir schon in Phasen nach der Halbzeit disziplinlos und haben uns nicht an die Vorgaben gehalten, wie wir sie in der ersten Halbzeit erfüllt haben und haben dann in dieser Woche nicht konstruiert, sondern sehr konzentriert trainiert, das aber eben auch mit positiver Energie, mit guter Stimmung, insbesondere in den letzten beiden Trainingstagen, gestern im Schnelligkeitstraining mit guten Aspekten, haben dann zum Abschluss noch ein Spiel gemacht, wo wir auch nochmal zwei Systeme getestet haben, 4-1-4-1 und 4-4-2. Das waren beides gemischte Mannschaften, also aus diesen Aufstellungen kann man gar nichts deuten. Von daher ist die Aufstellung auch offen fürs Wochenende. Matthias war gestern im Mannschaftstraining nicht dabei, haben wir gestern eine Pause gegeben, denn die Woche zuvor hat er sich im Schnelligkeitstraining ja auch eine leichte Blessur oder Probleme eingehandelt und deswegen haben wir ihn gestern dort rausgenommen. Er steigt heute aber auch wieder ins Training ein und wird auch eine Option sein, insoweit die letzten Trainingseinheiten, die letzten beiden, positiv gestaltet werden. Nochmal Raphael Wieswig und dann Elmar Redemann. Ich weiß ja, dass Sie die Ausstellung nicht verraten, aber sind Benedikt Höwedes und Leon Goretzka körperlich schon so weit, dass sie in der Startelf stehen könnten? Also erstmal ist es ja so, wenn ich Spieler in Kader nehme, dann sollten sie auch in der Lage sein, theoretisch von Beginn an zu spielen. Bei Benedikt war das letzte Woche so in der Tat, dass es schon auch wichtig war, dass wir jemanden dabei haben, der auch das Wort ergreift in der Kabine, vor dem Spiel, auch in der Halbzeitpause, wo eigentlich kein Trainer der Welt mehr was sagen muss. Schon gar nicht in dieser Situation, da das regelt die Mannschaft von innen heraus normalerweise selbst. Wir haben in den letzten Minuten auch noch mal reingeworfen, um dann vorne ja, durch seine Unbekümmertheit aufgrund der langen Pause und durch die Vorfreude auf das Spielen vielleicht auch in der nächsten Zeit noch mal einen Impuls zu setzen. Er hat hier auch sogar die Chance gehabt, hat dort nicht gerade Torjägerqualitäten nachgewiesen, aber er war da und sie sind Optionen, klar. Trotzdem sieht man schon auch im Training, dass Bene noch nicht bei 100% ist. Das kann auch gar nicht sein, denn er hat lange ausgesetzt, im Grunde, wenn man es mal wirklich ganz genau nimmt, die ganze Saison mit Phasen, wo er dabei war, aber nie 100%. Und von daher ist es auch noch nicht 100%, ich glaube, am Wochenende startet. Elmar Redemann. Für den Gegner steht seit einer Woche fest, dass er abgestiegen ist. Ist das ein Vorteil aus Schalker Sicht, vielleicht sogar ein Nachteil oder spielt es gar keine Rolle? Ob das keine Rolle spielt, weiß ich nicht. Fakt ist, dass der große Druck in Hannover weg ist, dass die Mannschaft sich in den letzten drei Spielen sehr stabil präsentiert hat, sehr laufstark, mit sehr viel Herz gespielt hat. Und man sieht auch deutlich, dass sich alle Spieler zeigen möchten für den eigenen Verein, vielleicht für neue Vereine. Und ja, sie momentan als Team dort sehr funktionieren. Heimspiel gegen Gladbach absolut verdient gewonnen, auswärts in Hertha gepunktet, jetzt in Ingolstadt 0-2 Rückstand sogar wettgemacht. Also das wird sicherlich keine leichte Aufgabe, ne? Denn die Mannschaft ist befreit, sie ist selbstbewusst und doch ist es ja so, wenn wir uns sicher für den internationalen Wettbewerb qualifizieren wollen und auch nochmal spannend machen möchten in der Liga, da haben wir an diesem Wochenende ja wirklich eine große Chance, dann wollen wir und dann sollten wir auch in Hannover gewinnen. Und das muss auch das Ziel sein, dorthin zu fahren, um zu punkten. Denn dann wissen wir alle, wie eng es noch sein kann auf einmal wieder, wie groß die Chance sein kann. Und ja, das müssen wir mit aller Macht uns vornehmen und auch umsetzen über 90 Minuten. Jens Reinke.
Breitenreiter Horst Held hat am Samstag noch befürchtet, dass die Mannschaft einen mentalen Knicks bekommen habe. Wie haben Sie es geschafft, so schnell diese positive Energie zu erzeugen aus dieser Niederlage? Also am Wochenende waren wir in der Tat alle total geknickt und es ist nicht leicht, so ein Spiel zu verarbeiten. Aber wir haben es ehrlich knallhart analysiert, was uns dort gefehlt hat. Wir haben nach dem Spiel, nach der Pause weniger gemacht. Und es hat allen gezeigt, dass wenn wir 4-5% weniger machen, dass es dann auf diesem Niveau gegen diese Mannschaften schnell bestraft wird. Die Stimmung in der Halbzeit, und da habe ich auch das ein oder andere dann gelesen oder gehört, die Stimmung in der Halbzeit war total fokussiert, sehr konzentriert. Wir haben selbstverständlich auf all das hingewiesen, was uns erwarten wird, dass Leverkusen alles versuchen wird, insbesondere kurz nach der Halbzeit, um zurückzukommen, und dass wir weiter aktiv bleiben, dass wir weiter kompakt als Mannschaft spielen, dass wir keinen Schritt weniger machen. Und die Jungs waren sehr fokussiert auf das. Sie kommen aber raus und setzen es nicht um. Und wir machen kleine Fehler, die zu Gegentoren führen, obwohl es sich schon vorher angedeutet hat. Ne? Denn es war nicht mehr jeder dabei, defensiv zu arbeiten, einzurücken, kompakt in der Verteidigung zu stehen. Und das ist ja das, was ein Trainer dann so wahnsinnig macht. Und da braucht es im Grunde auch keine Ansprache mehr, sondern das muss aus der Mannschaft auch ein Stück weit herauskommen. Es ist doch klar, wenn ich 2-0 führe in so einem Spiel, was enorm wichtig ist, dann mache ich nicht weniger. Beim 1-2, ja, um das auch noch mal kurz auszuführen, verlangen wir doch auch von unseren Torhütern heutzutage, dass sie eine schnelle Spielfortsetzung haben. Ralle hat in dieser Phase die falsche Entscheidung getroffen. Wir führen 2-0, der Gegner, wir sind ungeordnet, der Gegner ist noch in dem Bereich unserer Gefahrenzone, dann halte ich den Ball mal still. Er sieht aber, dass wir dort auf dieser Außenposition nach Ausschwärmen der Standardsituation in klarer Überzahl sind. Ja, und wenn der Ball verlängert wird und Leroy geht durch und macht das 3-0, dann wird er dafür gefeiert, für diese Fortsetzung. Ja, aber Außenverteidiger, und darauf haben wir in der Halbzeit auch hingewiesen, müssen nicht jeden Angriff bei 2-0 mitmachen, sondern sie müssen die Position halten und den Raum schließen. Ja, aber auch Junior ist dort mehrfach mit nach vorne geschossen und wollte mit seiner positiven Energie und mit seiner Freude, offensiv zu agieren, ja auch für das dritte Tor sorgen. Und das sind Sachen, wo wir einfach kopflos waren, und das darf nicht passieren. Genauso wie bei dem dritten Gegentor. Ich denke, jeder von Ihnen hat gesehen, Standardsituation in der ersten Halbzeit, wir hatten eine 3-Mann-Absicherung, einen ganz hinten, 2 ganz klar im Rückraum, er steht 2-2. Und soll ich jungen Spielern vorwerfen, ja, dass sie mit aller Macht auch ein Tor erzielen wollen? Weil das wollten Max Meyer oder auch Leroy aus dem Rückraum. Max Meyer geht bei einer Ecke mit rein. Er hat, glaube ich, noch nie ein Kopfballtor nach einer Ecke geschossen. Aber wenn ich ihn danach anspreche, dann sagt er, Trainer, ja, das war falsch, aber ich wollte unbedingt ein Tor machen, und es wird aber dann bestraft. Und das analysiert man. Und worum geht es dann bei Entwicklung von jungen Spielern? Dass sie Fehler nicht wiederholen, ja, und dass die nicht wieder passieren. Das ist aber in diesem Spiel passiert. Dann wird es dargestellt, als wenn wir keinen Plan hatten, keine Ordnung. Völliger Quatsch. Es war klar eingeteilt. Ja, und dann erwarte ich eben auch von Führungsspielern, dass sie das alles im Auge haben. Und dann gibt es die Kommandos. Halt den Rückraum, geh nicht mit nach vorne rein. Gerade wenn es 2-2 steht, wir in einer Phase sind, wo wir unruhig sind, dann muss ich Stabilität haben. Und dafür müssen erfahrene Spieler sorgen. Und das ist nicht passiert. Und Leverkusen mit seiner Schnelligkeit, die wir selbstverständlich analysiert haben, nutzt das aus. Und schon sind wir auf der Verliererstraße. Raphael Wiesweg? Inwiefern, Herr Breitenreiter, haben Sie Parallelen gesehen zwischen dem Ingolstadt- und dem Leverkusen-Spiel? Parallelen? Habe ich mir jetzt keine Gedanken drüber gemacht. Wir haben in der ersten Halbzeit fantastisch gespielt. Das, was wir analysiert haben, in die Räume, in die wir wollten, Spieleröffnung, Übergang, mit Verlagerung, mit Schnelligkeit hinter die Abwehr, es ist doch alles aufgegangen in der ersten Halbzeit. Und es hat ja auch gezeigt, zu welcher Leistung unsere Mannschaft, unsere Jungs, meine Jungs auch imstande sind. Wenn sie sich an den Plan halten, wenn sie die Vorgaben umsetzen und das mit einer 100%igen Bereitschaft, das war wirklich top. Und wenn es 3-0 steht oder 4-1, dann wäre das auch ein gerechtes Ergebnis gewesen. Über 90 Minuten haben wir es nicht geschafft. Und da sind Parallelen auf die gesamte Saison hinweg. Und das habe ich nach dem Spiel in der PK ja auch gesagt. Das passiert uns immer wieder. Und das darf einfach nicht sein, weil
ich muss auch aus der Mannschaft heraus das regeln können auf dem Platz. Bei der Standardsituation habe ich von draußen geschrien wie ein Wahnsinniger, aber es ist auch laut und es hört keiner mehr. Aber dafür brauche ich eben genau diese Leute, die das im Auge haben, die da für diese Stabilität sorgen, damit uns diese Fehler nicht passieren. Meiner Meinung nach ist das eine Frage von Entwicklungsprozess, wenn man viele junge Leute hat, auch wenn sie schon länger in der Bundesliga mittlerweile spielen, aber es passiert. So, und das gilt es in den nächsten Schritten abzustellen und dann gewinnen wir solche Spiele auch. Parallelen zu Ingolstadt habe ich nicht gesehen, das war relativ blutleer und ohne Mentalität, das war gegen Leverkusen überhaupt nicht der Fall. Hinten auf dem Podium. Ja, Herr Held, wie darf man sich denn im Moment Ihren Arbeitsalltag vorstellen? Ist das so Business as usual oder ist das schon vor dem Hintergrund des Managerwechsels eine besondere Situation für Sie? Also, habe ich jetzt keine Gedanken darüber gemacht, dass die Frage heute kommt. Er ist bald zu Ende und ich versuche das. Heribert Buchhang hat es letztens auch im Interview gesagt nach dem Sieg, er ist ja in einer ähnlichen Situation, das zu versuchen, was man noch beeinflussen kann, ein Stück weit zu beeinflussen und das dann sauber abzuarbeiten und dass sich da der Arbeitsalltag ein Stück weit verändert, das ist auch normal. Entscheidungen, die jetzt die Zukunft betreffen, Spielergespräche, Verhandlungen mit neuen Spielern etc. pp. Ist alles jetzt Aufgabe von Christian Heidel, der allerdings natürlich auch noch einen Fokus auf Mainz legt, was ja auch klar und wichtig ist. Und trotz alledem, diese Gespräche, die ich eigentlich hätte schon längst geführt hätte, wenn ich noch in der Verantwortung wäre, fallen jetzt so nicht mehr an. Deswegen bin ich schon noch jeden Tag da. Aber der Terminkalender ist ein bisschen freier, als zu die Zeit normalerweise üblich wäre. Nochmal Nachfrage, Jens Middendorf. Jetzt mal ganz konkret auf die Personalie Choupo-Moting. Der sagt, ja, ich weiß nicht so genau, legt so seine Vertragsgespräche selbst ein bisschen auf Eis, weil ich so unsicher bin, wie das weitergeht. Müsste da nicht Christian Heidel hingehen und sagen, so Junge, so sieht's aus? Oder geht das nicht aus arbeitsrechtlichen Gründen? Oder wie muss man sich das vorstellen? Wir haben ja schon mehrere Gespräche, habe ich ja schon geführt mit Christian Heidel und auch eine interne Übergabe gemacht und über alle Themen informiert und wir haben uns auch mehrfach besprochen, wie wir jetzt einzelne Themen bearbeiten. Und nochmal, der Fokus von ihm liegt natürlich noch zum derzeitigen Zeitpunkt sehr, sehr groß bei Mainz 05. Auf der anderen Seite hat er auch schon einen Nachfolger, der jetzt auch schon vor Ort ist. Das heißt also, er hat sicherlich zwischendurch mal Zeit, sich auch mit dem einen oder anderen Thema zu beschäftigen, was Schalke 04 angeht. Und so wird er das halt auch dementsprechend machen. Und alle Themen, die wichtig sind, die Zukunft von Schalke 04 betreffen, wird er hin und wieder halt auch dementsprechend bearbeiten. Da gehört es natürlich auch, Gespräche zu führen mit den Spielern, die aktuell noch im Kader sind. Und so sind wir auch verblieben und so wird es halt auch dementsprechend gemacht. Aber nochmal, es ist natürlich schon halt auch wichtig und Christian Heidel auch wichtig, dass er bis zum letzten Spieltag halt auch noch die Verantwortung für Mainz 05 hat. Aber Sie müssen sich keine Sorgen machen. Das ist alles mehr oder weniger gut geregelt. Nur weil es nicht vielleicht immer in der Öffentlichkeit steht, wird das schon auch dementsprechend behandelt. Wird es aber trotzdem behandelt, Entschuldigung. Manni Hendrik ist der Nächste. Herr Breitenreiter, haben Sie die Elfmeterfrage schon thematisiert für diese Woche? Haben Sie intern drüber gesprochen? Wissen Sie, wer den nächsten Elfmeter schießt? Überlassen Sie es den Spielern selber? Darf Klaas Jan noch mal schießen? Ich glaube, ich würfel noch mal, wer schießt. Es ist ja, ich möchte nicht sagen heuchlerisch, aber natürlich auch für mich nachvollziehbar in der Berichterstattung, wenn man nach einem verschossenen Elfmeter vom Klaas dann die Quoten rausholt aus den letzten Jahren. Man kann es natürlich auch genau andersrum sehen. Ich wüsste gerne, wer von Ihnen ihn nicht hätte schießen lassen. Er hat die letzten beiden Elfmeter sehr sicher verwandelt. Er hat im Training das seit Monaten geübt, zeigt sich dort absolut treffsicher. Und wenn jemand anders geschossen hätte und der hätte verschossen, dann hätte jeder von Ihnen nachgefragt, ja, wie kann man denn den Hüntelaar nicht schießen lassen? Der hat doch die letzten beiden verwandelt. Also da dreht man sich ja im Kreis und es wird sich ja zurechtgelegt, wie man es auch braucht. Das ist auch klar. Er wird auf dem Wochenende nicht schießen, denn mittlerweile ist die Quote ja so, wie sie wahrscheinlich auch unser Zeugwart schießen wird. Muss man ja sagen. Also
Da gehen wir jetzt auch keine Kompromisse mehr ein, auch wenn er das im Training gut gemacht hat die ganze Zeit. Jetzt hat er verschossen. Davor haben allerdings auch Geissi verschossen und Dennis Aogo haben verschossen. Ist ja nicht so, dass wir uns das ganz leicht machen. Leon Goretzka war auf dem Zettel in der Phase in Köln, als Hunter geschossen hat, war ja nicht auf dem Platz. Von daher haben wir gestern im Training auch gesehen, zum Abschluss haben wir das Spiel durch ein Elfmeterschießen beenden müssen. 50% der Bälle waren nur im Tor. Also diese Quote hat auch nicht gerade dazu beigetragen, dass wir uns auf einen Elfmeter freuen sollten. Aber ich denke, wir werden jemanden finden, der die Verantwortung übernimmt und das Ding auch einfach reinnagelt. Elmar Redemann. Ist ja ein bisschen verpönt, über mehr als das nächste Spiel zu sprechen, aber es sind dann halt insgesamt noch 3 Aufgaben in dieser Saison. Gibt es sowas wie eine 9-Punkte-Maxime, dass man jetzt doch sagt, okay, 3 Spiele, 3 Siege, das ist irgendwie was, was man ausgeben möchte, um sich irgendwie auch immer ein bisschen in den Hintern zu treten sozusagen? Druck ist ja immer da. Klar, erst recht, wenn man solche Spiele wie letzte Woche nicht gewinnt. Das ist aber in jedem Spiel der Fall auf diesem hohen Niveau, dass man sich auch immer es wünscht, dass man gewinnt, ist völlig klar. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, wenn wir noch wirklich ein gutes Wort mitreden wollen für die oberen Tabellenplätze, dann müssen wir so viele Punkte holen, wie es geht. Das steht außer Frage, aber es sind halt auch immer Gegner, die da spielen und das möchte ich nicht als Kleinreden bewertet sehen, sondern das ist ja einfach Fakt und das sind Mannschaften, die auch einen guten Fußball spielen, die sich wehren werden und ja, wo es trotzdem immer unser Ziel sein muss, dass wir auch gewinnen. Ja, erstmal steht jetzt Hannover an und das wird ein schweres Auswärtsspiel, aber ein Spiel, das wir gewinnen wollen, um dann einfach auch diese Chancen noch zu haben, gesichert nächstes Jahr international dabei zu sein. Und es ist doch auf diesem Niveau von Woche zu Woche neu, wenn uns das gelingt. Ja, und wir auf einmal diese große Chance haben, wir wieder dran sind, dann kippt ja auch die Stimmung wieder sehr, sehr schnell, gerade was auch die folgenden Spiele angeht. Also da haben wir große Möglichkeiten und deswegen gehe ich immer positiv nach vorne und möchte auch diesen Optimismus ausstrahlen. Wir haben uns geärgert am Wochenende, das war echt bitter und völlig unnötig, aber trotzdem geht es weiter. Und deswegen ist auch wichtig, eine gute Stimmung auf dem Trainingsplatz zu haben. Die Jungs arbeiten total konzentriert und da sieht ja auch jeder, dass wir wirklich top miteinander arbeiten. Und das gilt es über 90 Minuten aufs Spiel zu übertragen. Und dann haben wir gute Chancen, Hannover zu gewinnen. Und ja, dann kommt das nächste Spiel. Vielleicht ist der Abstand geringer. Vielleicht haben wir den internationalen Wettbewerb schon fast gesichert, zumindest was Platz 7 angeht. Ja, das ist nicht unser Ziel. Aber das verleiht ja auch erstmal ein Gefühl von Sicherheit. Und trotzdem streben wir nach dem Maximalen. Das sage ich Woche für Woche. Ja, und es gilt nur darum, das auch mal dann über 90 Minuten umzusetzen. Ja, dass man diese Gier auch über 90 Minuten sieht und nicht ein paar Prozent weniger gibt, wenn man glaubt, dass man schon so gut wie durch ist. Das darf nicht sein und das wird auch von diesen Mannschaften bestraft, wenn wir da nachlassen. Uwe Dietz und dann Raphael Wieswig. Reinreiter, nochmal zu der Elfmeterfrage. Ich meine, ich gehe mal davon aus, dass jeder von Ihren Profis Elfmeter weit schießen kann, auch platziert und stramm genug. Also ist das ja eher eine psychische Geschichte, wenn halt so viele Elfmeter nicht verschossen werden, auch beim Training da vielleicht dann teilweise dann auch diese Schwächen auftreten. Was kann man tun, um diese Verunsicherung letztendlich da zu entfernen? Oder anders formuliert, wie finden Sie den Spieler, den Schützen jetzt, der am wenigsten verunsichert ist? Ich weiß nicht, ob das was mit Verunsicherung zu tun hat. Klar ist Elfmeter eine Drucksituation und das würden die wenigsten von Ihnen nachvollziehen können, wenn man sich dort in so einer Situation beziehungsweise vor so vielen Zuschauern an den Punkt stellt, dann spürt man selbstverständlich Druck. Ich war früher auch Elfmeterschütze, habe auch nicht alle verwandelt, aber das ist schon eine besondere Situation. Das hat aber auch einfach was mit Automatismus zu tun, Elfmeter. Ja, wenn ich zum Elfmeterpunkt gehe und überlege, was kann ich machen, dann wird das meistens bestraft. Wenn ich mir die Sicherheit geholt habe und dann hilft es nun mal im Training auch Elfmeterschießen zu üben, beziehungsweise nach dem Training mir die Torhüter zu nehmen, um zumindest einen Schuss zu entwickeln, der verlässlich ist. Das heißt aber dann noch nicht, dass der Ball im Spiel auch drin ist, weil das eine natürlich komplett andere Situation ist, aufgrund der Rahmenbedingungen. Und
das ist nicht leicht. Letztendlich geht es darum, wer fühlt sich gut, ja, wer hat einen platzierten Schuss. Davon haben wir einige, die aber leider auch schon verschossen haben. Und dann geht es weiter. Ja, die Torhüter sind heute gut, die spekulieren auch früh. Leno lag sehr früh am Boden. Hunter hat ja verzögert und geguckt und hat sich dann trotzdem für die Fallchecke entschieden. Das passiert. Ja, und positive Erlebnisse, Erfolgserlebnisse zu verschaffen, das ist das A und O. Aber letztendlich ist es dann eine Situation, die der Spieler ganz alleine für sich ausmacht, ob der Ball nun drin ist oder nicht. Raphael Wieswig. Herr Breitenreiter, ich kann mich erinnern, dass Sie damals auf dem Weg mit Ihrer Familie nach Hannover waren, als das Länderspiel stattfinden sollte. Dann wurde es abgesagt. Wir kennen ja die ganze Vorgeschichte. Sie haben auch einen Einblick in Ihre Gefühlswelt gegeben, auch vor allem in die Ihres Sohnes. Spielt das jetzt vor diesem Spiel nochmal bei Ihnen oder vielleicht sogar privat eine Rolle, dass man darüber spricht? Gehen Sie mit einem mulmigen Gefühl dahin oder sagen Sie sich, das ist eigentlich jetzt so wie jedes andere Bundesligaspiel auch? Also das ist nicht wie jedes andere Bundesligaspiel, aber das liegt vielmehr daran, dass ich Hannoveraner bin. Also ich bin schon zigfach am Stadion vorbeigefahren und habe kein mulmiges Gefühl gehabt. Nein, das ist völlig abgehakt. Habe ja auch Gott sei Dank das Versprechen schon einlösen können, meinem Sohn mal ein Länderspiel zu gönnen. Wir waren ja in Berlin beim Spiel Deutschland gegen England, um das auch wieder gut zu machen. Nein, das ist kein mulmiges Gefühl. Ich freue mich aufs Spiel, ich bin Hannoveraner, ich bin in diesem Verein groß geworden. Ich bin mit dem Verein 92 DFB-Pokalsieger geworden und treffe dort auch viele Freunde. Und habe zudem auch bisher als Trainer jedes Spiel gegen 96 gewonnen. Und das möchte ich am Samstag genauso wieder erleben. Gibt es weitere Fragen? Ich warte noch mal gerne, weil es wird noch geschrieben. Aber es sieht nicht so aus. Dann danken wir Ihnen allen für Ihr Kommen und wir sehen uns sicherlich dann die meisten dann wieder am Samstag in Hannover. Vielen Dank.